Wir laufen wieder. Arlo und Drunken wohnen zusammen, falls ihr es nicht wusstet. Wir laufen übrigens wieder. Wir möchten den nächsten Ersatzdrunken hören. Ja, der ist schon da, der Bohlen aus Bayern. Bullen aus Bayern, ja. Also ihr wollt meine Bewertung über eure Show hören. Das habe ich richtig verstanden. Das ist richtig. Ja, also, ich muss dazu sagen, ich habe erst die letzten drei oder vier Folgen gehört. Oh echt? Davor noch nie? Nein. Woher kanntest du uns dann? Ich kenne eigentlich nur den Venian über seinen YouTube-Channel. Ach so. Aber ich höre halt in der Arbeit immer so heimlich YouTube und so. Lass mich gerade mal den Firmennamen Anschrift. Nein. Nein. Und ja, heute war ein richtiger Scheißtag Ich in der gebe euch einen Arbeit Tipp, ist eine österreichische Firma. und Bayern. der Stream hat mich heute wieder ein bisschen gute Laune zurückgegeben. Ach, das Deswegen freut bewirb uns ich mir natürlich. das Euro. Beta-Key brauche ich eigentlich auch nicht. Also ich finde die Show, es ist genau an der Grenze. Also den Barlow finde ich immer ein bisschen zu intellektuell. Er versucht immer alles irgendwie aufzuklamüsern. Ja, lang nicht so witzig. Er geht da so ein bisschen in die Tiefe rein. Der Venian, er kommt immer ein bisschen so eingebildet rüber. Ein Ist er Klugscheißer. auch, ist ein arrogantes Arschloch. Und der Drunken ist so, ja, meiner Meinung nach irgendwie er gibt immer so den Harten. Aber trotzdem ist Außer es, ganz weich. ja, aber trotzdem ist es halt genau so an der Grenze, dass es halt noch lustig und unterhaltsam ist. Und deswegen höre ich mir die Show gern an. Und nebenbei hat sie auch mit WoW zu tun. Ist ja auch nicht schlecht. Manchmal. Manchmal. Ja. Du hörst das auf der Arbeit nur oder guckst es dir Nein, einfach an? ich höre es nur, ich kann es nur hören. Ey, Ach, da. ich kann ja nicht hier, das Genau, ist zu auffällig. das ist klar. Deswegen habe ich ja die Show jetzt nur gesehen, seitdem eben die Juror-Sache da läuft. Weil sonst hört man nur die Unterhaltung ohne die Instanz oder so. Aber jetzt für die Talente braucht man ja nicht unbedingt ein Bild. Das stimmt. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Ja, gut, dann passt das, ja. Ich schieb dich mal hoch, würde ich Ja, sagen. Und wir machen okay. weiter. Damit wir uns den Wollen nächsten wir, holen kriegt der können. Ja. keine Meinung dazu? So wie die anderen? Moment, du kriegst eine Meinung noch dazu. Der Kollege Duncan hat mich hier verbessert. Also. Wieso bin ich eigentlich eingebildet? Nee, sind dir die Regeln des Feedbacks bekannt? Mir? Venien. Die Ich sag Regel nichts des, zu die mir. erste Regel des Feedbacks ist, dass man sich nicht rechtfertigen soll, weil das Bild, was entstanden ist, ist entstanden. Dadurch kannst du auch jetzt nichts mehr ändern. Recht, ja. Also Also ich finde das, fand's gut, dass das klang, als hättest du dir tatsächlich Gedanken gemacht. Und als wäre das deine tatsächliche ehrliche Meinung, das finde ich schon mal gut. ja, ist ja auch. Joa. Was hast du Was dann? das? Was heißt an der, was heißt an der Grenze? An der Grenze zum nicht mehr witzig? Ja, genau, wenn es noch ein bisschen mehr wäre, dann wäre es nicht mehr lustig. Aber es ist halt gerade so, ja, so getrimmt, dass es noch lustig und unterhaltsam ist. Und das macht es halt dann aus. Den Spaß am Also Zuhören. es ist jetzt nicht so, dass du jetzt es präferieren würdest, wenn es ein bisschen weiter weg von der Grenze wäre, sondern das ist genau da, wo es sein soll, wolltest du damit sagen. Genau. Okay. Also, ich finde, wir suchen ja eigentlich nicht, und das ist ja nicht Ziel der Übung, die Kritik selbst zu hören oder zu kommentieren oder nachzufragen, sondern es geht ja eigentlich darum, eine Kritik zu hören, die so unterhaltsam ist, dass wir sagen, das ist geil, ich möchte mich als Juror haben. Wir suchen also quasi denjenigen, der es halt schafft,
das so kurz und bündig, also ich zumindest suche den, so kurz und bündig zu verpacken, dass man sich denkt, das ist geil, das ist auf den Punkt gebracht, das ist cool. Und das ja, hat mir irgendwie so ein klein bisschen gefehlt. Also ich so ein bisschen was Wissiges, Schnelles, so in diese Richtung halt. Auch nochmal an die anderen, die jetzt noch im Wartekanal sitzen. Es geht gar nicht darum, die beste, treffendste, sachlichste Kritik zu machen oder eine, die von Herzen kommt und ehrlich ist oder so, sondern eine, die in erster Linie mal auch so einen gewissen Unterhaltungswert hat. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Okay. Sollen wir weitermachen? Was? Wir verlieren gerade so ein bisschen an Tempo. Ja, wir müssen mal weitermachen hier, so. Den nächsten. Wer ist das denn? Hier, allererster Juror-Physikerwitz. Achso, erstmal der Juror und danach, wenn das nicht schafft, macht er noch einen Physikerwitz, den wir dann. Finde ich gut. Bewerten. Physikerwitze generell? Nee, das ist halt wieder sowas Verschrobenes, was niemand lustig findet, der es nicht versteht. Und wir werden es vermutlich nicht verstehen und trotzdem lachen und damit so tun, als hätten wir es verstanden. Ja, Hauptsache nicht der Witz mit dem Vorzeichenfehler, den kenne ich schon. Aber der redet hier auch nicht mit uns irgendwie. Das ist Problematik im Moment. Hallo? Hallo? Rede mit uns. Ja, der hört uns ja nicht mal, als das von daher bringt. Vielleicht ist er gerade. Er hat auch er ist auch gemutet. Jetzt ist er da. Tue ich das nicht? Jetzt, du warst gemutet. Oh, sorry. Okay, euer allerliebster Vegan-Troll ist da. Wer? Vegan-Troll? Rede doch, oder? Ja. Ja. Veganer? Nein, Vegan-Troll. Der war, glaube ich, in einigen der letzten Folgen quasi permanent in rosaroter Schrift im Chat zu lesen, weil er mich, glaube ich, 4 Stunden am Stück zugespammt hat. Achso. Wartet ganz kurz. Ich werde mal Push-to-Talk aktivieren. Also ein gewisser Spannungsfaktor ist da auch schon dran. Macht wartet, Drunken ich werde Push-to-Talk aktivieren. Macht Drunken auch nicht. Das Drunken ist richtig. Das fehlt mir halt auch noch, das Kauen, das Rülpsen. Ja, hat noch keiner gemacht. Sagt einer, Balosch erinnert mich an Alemania. Das ist aber verwirrend. Wie komisch. Verrückt. Ganz kommen manchmal, ne? Ich war da dieser Cliff in Alemania. Ja. Eigentlich warst du sie alle. Ich war sie alle. Und hast sie alle gehabt. Ist er jetzt noch da? Hört man mich jetzt? Ja, auch vorher schon. Er hat gekaut, glaube ich, gerade. Mhm. Hast du gekaut gerade? Guter Anfang. Guter Einstieg. Ach, ich muss kurz was nachtrinken. Ist der aber ich trocken gerade. Ich esse überhaupt gar nicht bei der Sendung. Ich trinke immer nur. Das hört sich auch so an, als ob du isst. Mal sagen. Das war schon recht. Du siehst so aus. Hauen Sie rein! Das Junge. Stimmt. Hat das wieder Alter! Oh, was ist das denn? Den haben, glaube ich, echt nur Vanian und ich gerade mitgekriegt. Der war aber eigentlich echt witzig. Was denn? Ja, schon. Vanian hat gesagt, ich höre mich so an, als ob ich esse, und dann habe ich gesagt, dass Vanian so aussieht, als ob er isst. weil der dick ist? Merkt man nicht mich jetzt. Ist gar nicht so dick. Der sieht auch eher brutal und muskulös aus als dick. Das ist doch schon mal was Gutes. Waschmaschinenbauch. Also jetzt meine Bewertung quasi. Ja. Ja. Okay. Also, underskilled and overgeared. Barlow, Drunken und Vanian. Das sind ja schon mal 3 große Namen. 3 Charaktere, die aufeinandertreffen. Und dabei mit allen ihren Ecken und Kanten einander hängen bleiben. Das jedoch führt meiner Meinung nach zu einer genialen Symbiose. Es kommt zu witzigsten Situationen. Ich kugel mich manchmal auf meinem kleinen Stuhl hin und her. Es ist wirklich wunderbar lustig, euch zuzuhören. Was mich manchmal auch ein bisschen stört, ist dieser ewige Cliffhanger. Vanian in Harmony
was war da jetzt los? Werden wir es jemals erfahren? Und hoffentlich ist es halt nicht so ein Lost-typisches Ende, wo sich dann alle drüber aufregen. Aber ich hoffe, dass halt echt da was Tolles dabei rauskommt. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich, und ich schätze auch mal so 90% eurer Zuhörer, das jetzt noch weiter gucken. Irgendwann muss wollen, es ja mal rauskommen. Was mit Wendy? Ja. Was ist Lost? Lost? Alter, willst du mich verarschen? Also, manche können es kennen. Das lief mal eine Zeit auch im Fernsehen tatsächlich. Das ist eine Serie, die man gesehen haben sollte? Es ist... die man kennen sollte, ja schon. Also man hat normalerweise davon gehört, wenn man so die letzten Jahre diesseits des Äquators sich aufgehalten hat und Strom hatte, ist es schon eigentlich so ein Standard. Die Richtung ist gut. Die Richtung fand ich besser als den ganzen Kram davor. Leute, seid doch mal kürzer, prägnanter, spontaner und eloquent halt dabei. Lost halt kennt man eigentlich. Also auch wenn man sich im Internet rumtreibt. Also im Internet. Und oder, das ist doof geendet, oder was? Was ist doof geendet? Lost. Lost, Wikipedia hilft dir da sehr. Also, achso, okay. Wir haben einen eigenen Abschnitt darüber, wie sich die ganze Community, die Fanbase von Lost über das Ende aufgeregt hat. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, weil es irgendwie Lost ging. Ja. Okay, um das mal ein bisschen von meiner Seite abzukürzen, wir müssen echt mal ein bisschen schneller vorankommen. Ja. Was ich noch sagen wollte, Sachen sagen, die man gut flamen kann, kann ich. Also jetzt mal zu meinen, ich muss hier auch mal so ein bisschen. Und außerdem kann ich auch gut klugscheißen. Ne? Echt? Du bist Physiker, ja? Nee, tatsächlich bin ich Informatiker. Oh, das ist gut. In Aachen zufällig? Nee, in Berlin zufällig. In Aachen. Das Dumme ist ja, man stellt immer so die Frage nach einer Stadt und dann stellt man fest, egal wie die Frage beantwortet wird, das killt ja eigentlich jedes Gespräch. Aber gut, um das jetzt mal abzukürzen, die Kritik an sich fand ich einfach mäßig, weil das wieder so ein, da sind wir wieder in so einem Waldorfschulen-Sprechkreis, komm, sag du mal, was dich an dem Hergen stört. Und aber danach hat das echt wenigstens so den kleinen Funken von Drunken-esque gehabt. Kleine Funken können ja auch Feuer verursachen. Das ist eben schon mal besser als gar nichts. Als Informatiker hast du allgemein ein hohes Klugscheißpotenzial. Finde ich gut. Also finde ich jetzt erstmal also nicht richtig gut. Den Anfang fand ich nicht so gut, aber das war jetzt so die Richtung zumindest so langsam mal. So, das war's von mir dazu. Danke. Ich will den Physiker wird noch hören. Jetzt gleich, das ist ja eigentlich eher mein Talent. Das ist ja so mein Backup-Plan. Physiker-Witze durch die ganze Sendung. Physiker, da müsste ich eine Schleife einrichten. Ich kenne halt nur die zwei. Aber der eine ist der mit dem Vorzeichenfehler, oder? Nein. Da musst du dir wohl die Sendung anhören, Drunken, weil ihn schiebe ich jetzt einfach raus. Aha. Wie viel haben wir denn noch? 4. Gut, dann lass mal hier Butter bei die Fische ein bisschen schneller hier. So, Blackie. Hopp. Hi. Schieß los. Hört man mich? Ja, wir hören dich. Hallo. Eigentlich wollte ich mit einem grandiosen Rülpser anfangen, aber... Aber du kannst nicht auf Kommando rülpsen. Ich könnte, dann müsste ich mehr, vielleicht mehr trinken oder so. Kannst du auf Kommando furzen? Furzen? Nee. Aber das kommt halt mal so. Kannst du andere Körperfunktionen auf Kommando? Vielleicht Nasenbluten oder so? Nein, aber ich kann atmen. Oh, ist schon was. Ja, klar. Okay, hau rein. Hau rein, ja. Anders geht und Obergiert. Recht geniales Konzept. Aber lieber wenn ihr loote die verdammten scheiß Mobs. Ich kriege hier die Krätze vor den Videos. Oder gar nicht, die sind ja gar nicht aus meiner Sicht. Oh ja, weiter. Ja, ansonsten, nettes Konzept, ja, der Onkel Barlow. Barlow, du könntest durchaus gern mal Märchenbücher auf Hörkassette texten. Die stimmen dann auch dazu. Nicht unterbrechen, ein Drunken lässt sich nicht unterbrechen. Ansonsten, jo. Alles klar, alles gut. Ansonsten, ja, der Drunken, ja, ist halt wie er ist. Nordlicht, oder?
Korrekt. Das ist schon mal ein Pluspunkt, denn der Drunken ist mein absoluter Topmensch hier bei Anders Gilt und Overgeared. Und Onkel Barlow, ich warte immer noch auf die Giga-Merchandise-Artikel, die du mir auf einer Gamescom in Leipzig versprochen hast. Zu lange warten, würde ich sagen. Ja, mit Giga hat sich ja jetzt wohl erledigt, aber da musst du wohl betrunken gewesen sein. Das halte ich für fast ausgeschlossen. Meinst Das du? heißt, ihr habt mich getroffen auf einer Games Convention in Leipzig? Ja, ich habe ihn sogar von der, oh Gott, von der Jana Inger war es, glaube ich, seinerzeit noch aus dem Backstage raus reißen lassen. Was, du hast Jana Ina beauftragt, mich aus dem Backstage-Bereich zu holen? Ja, weil du scheu bist und nicht rauskommen wolltest. Das finde ich ja gut. Ich meine, Ja, und dann. die ist ja auch ein Topstar. Die ist Quasi noch als heute. Laufbursche, um Barlow aus dem Backstage-Bereich zu holen. Finde ich gut. Gefällt mir. Werde ich ab jetzt immer mit angeben. Und diese Hand, ihr könnt sie nicht sehen, aber diese Hand hat ihrem Mann die Hand geschüttelt. Den Sie Mann von schmerzt immer Jana noch. Ina. Ja, weißt du hier, diesen Giovanni. Mächtigen Rapper da. Ja. Giovanni Dings. Ist das? Ich habe ihn ein bisschen verarscht und habe gesagt, ich finde deine Musik geil, aber er hat es für bare Münze genommen. Der ist aber übrigens nett. Ja, Und durchaus. ein schüchternes Barlow taucht auf, was? Und hat dir Ja, den Giga-Merchandise versprochen. er kam raus und hat ein bisschen nach links und rechts geguckt, Aber wegen weil der er wusste, was. Security, das muss man kurz mit denen abklären. Ah, natürlich Security. Da habe ich angequatscht, habe mir natürlich ein Autogramm geben lassen. Hast du das noch? Natürlich. Kannst du das ein Foto davon machen? Ist es die, sind es, ist es auf einer Georgzahl Autogrammkarte? Weil die sucht. Hast du Ich weiß davon nicht nicht. noch welche? Muss ich mal gucken. Ich habe seinerzeit von Giga für 100 € die Was? alte kaputte, das alte kaputte Master-System von einem Giga-Moderator abgesteigert hier, eBay-Auktion. Und da sind 1000 Autogrammkarten drin. Und übrigens auch noch Simon mit seiner komischen Gel-Frisur. Alles gilt für so. Ja, Anstatt diesen Schaumkügelchen oder was, damit die nicht kaputt geht, haben sie da ihre Autogrammkarten reingetan, weil sie nicht losgeworden sind. zum Beispiel. Ja. Gut. Bewertung. Barlow, hopp. Wir dürfen uns nicht immer so einlullen lassen von diesen Ja, Leuten. das ist richtig. Ging immer noch nicht so richtig in die Richtung, die ich haben wollte. Ich bin im Moment eher noch insgesamt allgemein so ein klein wenig enttäuscht, weil ich mir so ein bisschen frechere Klappe gewünscht hätte bei allen Beteiligten bisher. Danke. Ja, ich finde es jetzt, fand es jetzt, fing an, als hätte es was werden können. Ich fand es auch nicht schlecht, diese persönliche Nummer mit Malo dann ins Spiel zu bringen, fand ich auch eigentlich eine gute Idee. Aber es hätte, man darf sich hier ruhig mehr trauen, ne? Bloß nicht zu viel Respekt. Und diese Nummer mit den Autogrammkarten statt den Pappkügelchen, die hätte er jetzt auch sagen können, dann wäre es gut gewesen. Du meinst also, wenn er deinen Witz gebracht hätte, wäre es gut gewesen? Ja, was will er denn? Er soll doch der Ersatz sein, oder Das ist nicht? ja richtig. Hast du ja irgendwo auch recht, ausnahmsweise. Ja, Kommt kommt mir mir selten vor. vor. Ja, das ist ein ganz ungewohntes Gefühl für mich. Nach den letzten Denkonaut-Runden vor allem. Ja, danke, Blackie. Ne? Bis später. So. Der nächste, dann muss ja hier weitergehen. Der nächste wäre. Was ist das mit Mastisco? Und so. Mastiko, wenn ich bitten darf. Oh. Entschuldigung. Darfst du aber nicht. Also erstmal, sorry, ich Letztes bin gerade Frauenargument. erstmal ein bisschen schockiert. Ich muss mir gerade erstmal ein bisschen Erbrochenes vom Mundwinkel wegwischen, weil die ganzen Arschkriecher hier, die hier oben waren, irgendwie ein bisschen zu krass waren. Naja, erstmal zu meiner Kritik zu eurer Sendung. Im Allen und Ganzen finde ich sie eigentlich sehr lustig. Nur Barlow, wie der sich von ein Stück Alufolie im Wind irgendwie ablenken lässt, geht halt ein bisschen auf den Nerven. Dwanken ist quasi Hermine von euch, also ist halt nicht Yosa, ne?
So, und der Vanyan, der hat halt nichts Besseres zu tun, als irgendwelchen Hunden nachzutrauern, die er bei der Wrestling Federation verloren hat. Hey. Also, finde ich eigentlich noch spielen. Ja, Pinky, ich meine, ich habe auch zwei Hunde, ne? Aber da so rumheulen, ich meine, du hast die Chance gehabt, Wrestling in Las Vegas zu gucken und heulst wegen Hund rum. Ne? Na, ey, also da kam mir schon eine Szene so ein bisschen runter, ne? Also. Wie alt war ich? Ja, keine Ahnung, ey. Ja, das halt halt doch immer aus, ja, ey. Du bist halt ein Mann, ey. Das ist so gut. Du dich halt nur noch mehr. Weint, oh, wie alt war ich denn da? Weiter? Wieso bin ich Hermine? Das hab ich nicht begriffen. Ja, weil du halt so ein Klugscheißer bist, ne? Ey, es geht halt unfassbar. Es geht halt gar nicht, ne? Der Bart sagt halt was. Bin ich nicht der Rothaarige. Ja, oder wie heißt der Rothaarige? Die heißen es immer so gut, Rothaarige haben keine Seele. Ja, Pferde ja. Auch nicht. Ich meine, das Fläche ist halt, meine Frau ist halt rothaarig, aber... aber du weißt ja, rostiges Dach, feuchter Keller, ne? Ja, möchte ich jetzt mal so stehen lassen, ne? Auf jeden Fall, ja, das war es eigentlich zu meiner Kritik, weil ich möchte jetzt auch nicht heiß rumlabern wie die anderen. Oh, ich hab den Bardo bei Giga da damals in der Gamescom gesehen. Ohne Mist, also tut mir leid. Das war mir ein bisschen zu viel, ne? Aber ich hoffe, ich möchte jetzt auch nicht die Leute beleidigen, auch wenn ich es jetzt eigentlich getan habe. Hast du ja schon gemacht, ne? Ja, aber so bin ich nun mal. Wie heißt du eigentlich? Max Rico, also mein richtiger Name. Ja. Peter. Hört Peter? Den Namen an? Peter. Ehrlich? Hört sich unspektakulär an, ist ja, aber viel spektakulärer, als sich es anhört. Ja, richtig. Da ist ein richtiger Ballerkopf hinter, sag ich mal. Das war immer so, die heißen Peter. Jetzt gar nicht. Peter, ich heiße halt mit Nachnamen Dorn. Ne? Oh. Und da kommt immer dann halt Dorn im Auge. Nach dem 100. Mal würde ich dann am liebsten sagen: Ja, schön. Hat meine Oma mir auch schon mal erzählt im Witz, ne? Ah. Was machst ja, du, was machst du beruflich? Ich bin eigentlich Verfahrensmechaniker. Aber da mir der Job eigentlich zuwider ist, wollte ich jetzt eigentlich demnächst als Informatiker umschulen. Also natürlich nicht Informatiker, es gibt ja mehrere Fachrichtungen. Eigentlich wollte ich Fachinformatiker in Anwendung. Fachinformatiker mit Spezialität Interweb. Ja, ja. Genau, also Anwendungsentwicklung umschulen. Es gibt ja noch Systemintegration, aber das ist mir dann doch zu sehr hardwaremäßig. Gut, reicht. Will ich eine Lebensgeschichte hören, komplett. Ja, jetzt wird er noch frech, oder was? Nee, das hat mich jetzt schon wieder erinnert. Oh, bewertet. Eine komische ARD-Berichterstattung über den Kuba, wo mit dieser Tränenmusik und so, habt ihr vielleicht nicht gesehen, ist egal. fand ich insgesamt gut. Endlich mal jemand, der ein bisschen mal die Klappe aufkriegt, ohne dass mir eine dreimal treten muss, der ein bisschen was gesagt hat, wo man ja auch erkennen konnte anhand der Reaktion meiner beiden Kollegen, dass das zumindest ein Stück weit für Erheiterung gesorgt hat. Und ja, hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Den Diss gegenüber den anderen fand ich weder von der Wortwahl noch vom Inhalt besonders gelungen, aber ansonsten fand ich es gut. Aber wie fandst du deinen Diss mit dem Alu im Papier im Wind? Hab ich gar nicht zugehört. Ja, hatte wirklich gehört, weil Vogel am Fenster vorbeigeflogen ist. Aber das ist genau der Punkt, dass du es nicht gehört hast. Ja, komm, das war doch ein Elfmeter. Also die Vorlage musste ich doch jetzt nutzen. Fand ich gut. Nächster. Das Problem ist, Harry Potter. Ich habe kein einziges Harry Potter Buch gelesen. Von daher. Ich habe halt nur die Filme geguckt, weil ich sonst wieder keinen Sex von meiner Freundin gekriegt hätte. Die habe ich halt auch nicht geguckt. Und deswegen wusste ich nicht, was jetzt Hermine besonders auszeichnet. Das ist Klugscheiße, das ist halt dein weibliches Ebenbild. Dann ist es gut. Er hat recht. Er schiebt dich mal raus, ne? Dass du die Bücher gelesen hast, klar, war klar. Ich war übrigens 14, als der Hund gestorben ist. Oh, ist ja gut. 14. Ist ja gut, Vanyan. Ja, mit 14 hatten Balo und ich unseren ersten Vollrausch und du hast wegen deinem Hund geheult. Nein, ich hatte den nicht. Mit 14. Nee, mit 12 wahrscheinlich. Hallo. Hallo. Das ist ein bisschen laut. Best? Kann auch leiser. Ja. Hallo. Nee. Ja, wir hören dich. Wunderbar. Okay, zu meiner Kritik, zu der Sendung an sich wurde ja mittlerweile schon genug gesagt. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Einschätzung eurer Spielweisen geben. Der Drunken, der gefällt mir da echt extrem gut. Wie ein Panzer rollt er da durch die Instanzen und zügig, so stellt man sich das vor. Der Vanyan immer im Anschlag, hat er seine Waffe und vernünftig Schaden zu. Aber Balo,
dir als Heiler zuzugucken, da kriegt man echt Augenkrebs. Gerade wenn man selber auch noch einen Charmy-Heiler als Main hat, deine Reaktionszeit, da kann man allein aus der Reaktionszeit kann man auf dein Alter schließen. So das war's. Wir meinen das jetzt nur den armen Barlow-Flames, aber er hat es ja auch verdient, ne? Ja, so ein bisschen. Er flamet ja auch oft genug. Ja, ja, ja. Ja, Barlow, was sagst du? Ja, Gottchen. Oh. Kriegt dann Frohlich? Nee, weißt du, wenn wir anfangen und sagen, wir wollen mal so eine schöne Sendungskritik haben, dann irgendwo bei viel schlecht, ich fühle das selber, ist halt, erheitert mich halt genauso wenig, wie wenn es in den Kommentaren unter dem YouTube-Video steht, von daher, und wenn, dann kann man das halt noch besser formulieren, also, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Danke. Duncan. Na, Duncan ist es zu schlecht, der sagt gar nichts dazu. Ich hab bloß nicht zugehört. Was hat er denn gesagt? Ach, nix. Ich war gerade meine Kartoffeltaschen aus dem Ofen zu holen. Deswegen hab ich's nicht mitgekriegt. Hast du den Beitrag denn mitbekommen oder nur meinen Satz nicht? Nee, gar nichts. Gut, dann fällt Duncan dafür raus und du, Venier? Ja, das war jetzt schon nicht so richtig lustig, ne? Guten Abend. Okay. Also er hat ja quasi... Ja, Abend. Sei mal kurz ruhig, Mensch. Ich rede doch. Jedenfalls war es ja so, dass der halt angefangen hat, uns beide irgendwie zu loben und dann dich... Hat er mich geflammt? Nein. Also, war halt irgendwie doof. Was hat er denn gesagt über mich? Du rollst wie eine Walze durch die Instanz. Und ich habe meine Waffe immer in Anschlag und mache ordentlich Schaden. Aha. Lass uns weitermachen. Ja. Sascha, jetzt darfst du reden. Guten Abend. Falls ich da wurde ich ja eben unterbrochen, deswegen frech ich das nochmal so in den Raum. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, während du redest. Duncan würde sich nicht so von mir den Mund verbieten lassen. Ich bin geschädigt von zu Hause, deswegen. Ach so. Wenn jemand sagt Ruhe, dann ja. Die meisten Leute sind geschädigt von zu Hause, ne? Ja, stimmt. So, jetzt will ich loslegen. Ja, bitte. Gut, ich könnte das in drei Blöcke unterteilen. Könnte erst ein bisschen schleimen, dann könnte ich was zur Sendung sagen. Und dann was Bissiges, wurde auch gewünscht. Wobei ich sagen muss, ich kenne die Sendung jetzt seit 2 Monaten oder so und ich gucke nur hin und wieder rein, um mich von WoW so ein bisschen abzulenken. Ich finde es witzig, unterhaltsam, teilweise unterhaltsam. Das Erste, weil ich spiele WoW seit 2 Jahren, das war, was ich von WoW kannte, war Barlow. Hat mich trotzdem nicht abgeschreckt, mit WoW anzufangen. Ich find's ganz nett, so teilweise. Ich höre nicht jede Sendung, aber die ich bis jetzt gehört habe, so, ja, war okay. Also, um sich vom WoW abzulenken, ist es nicht schlecht. Was Wissiges auch noch? Gut, bis ich. Nö. Wuff, das wäre jetzt das einzig Bissige, was mir jetzt dazu einfällt. Bellende Hunde beißen doch nicht. Bellende Hunde, nein, nur bellende Katzen. Also vor allen Dingen beißen bellende Hunde nicht, während sie bellen. Das geht ja nicht gleichzeitig. Vielleicht ist es doch einfach nur damit gemeint. Es sei denn, sie sind Bauchredner des Bauchredens mächtig, dann denke ich, bellen und beißen würde gehen. Wurde ich jetzt noch kein bauchredenden Hund. Du bist ein Fan von diesem Olaf Schubert, oder? Nee, nicht wirklich. Aber du sprichst genauso. Das höre ich das erste Mal. Ich bin also eventuell etwas geschädigt, da ich viel Comedy höre während dem Zocken. Aber nö, ich mache das nicht absichtlich. Also das ist eher... Was für Comedy? Bitte? Was für, also wen hörst du da gerne? Am allerliebsten? Mario Barth. Tut mir leid. Ich mag den. Ja, auf der persönlichen Ebene mag der ganz nett sein. Ich muss ihn ja nicht als Mensch mögen, um Gottes Willen. Also, wenn ich danach gehen würde, dann dürfte ich so vieles mir nicht angucken. Ach, aber du findest den witzig, sagst du? Ich, ja. Gut. Bin? Nochmal? Ich hab das irgendwie... Mario Barth. Oh Gott. Können wir ihn gleich rausstimmen, oder? Doch, meine Idee.
Ja, mein Gott, einer muss ja gegen den Strom schwimmen. Ah. Ja, das bist du bestimmt nicht, wenn du Mario Bart beziehst. Das ist richtig. Es gibt auch noch andere, die man sich anschaut. Wenn du jetzt gesagt hättest, Fips Asmus, und da hätte ich ja wieder so ein gewisses Talent. Den kenne ich schon, seit ich, bevor ich in die Schule gegangen bin. Fips Asmus, natürlich. Habe ich verschlungen. Wie ich kenne, glaube ich, 7 Millionen Witze von dem oder so. Wie alt bist du? Ich werde im August 40. Quatsch. Ernsthaft? Natürlich. Du klingst ja doch, ich hab die nächste Null vor mir und die Null habe ich auch vor mir, wenn ich in den Spiegel gucke, aber ich bekomme eine Null vors Alter, ja. Vors Alter? Ja, ja, die zwar, aber bei der 20. Das wäre schön, aber nö. Wieso bekommst du die Null hinters Alter? Wann genau bekommt man eine Null hinters Alter? Also wenn jetzt muss ich dem erklären, ob man eine Null hinters Alter kriegt. Vorne steht immer eine Zahl, das fängt irgendwann mit 1 an. Ja, yeah, ist ja klar. Wenn du 9 bist und 10 wirst, dann bekommst du ja mehr oder weniger eine Stelle dazu. Und keine Meinung, Alter. Hallo. Hat mich irgendwo auch nicht so richtig überzeugt. Ich hätte mehr schleimen sollen. Nee, überhaupt nicht. Schleim hat bisher noch am wenigsten überzeugt, aber... Ich kann auch nicht schleimen davon ab. Das habe ich nicht gelernt zu Hause. Ist schön. Ist eine gute Eigenschaft. Okay, dann ziehen wir uns zur Beratung zurück, würde ich sagen, oder? Meine letzte, ne? Ja, genau. Bis gleich. So. Dann kann ich zu Wort kommen lassen, aber... Das ist jetzt... Wieder nicht. Ja. Machen wir jetzt ein Päuschen oder nachdem wir verkündet haben, wer es wird? Also ich denke, für den Spannungsbogen müsste es jetzt, ne? Ah ja, richtig. Cliffhanger und so, ne? Ja. Erfahrt in der nächsten Folge, wer der Ersatzdrunken wird.